Haben wir es? Gut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, warum bauen Menschen Tempel? Warum errichten sie Altäre? Was steckt dahinter in allen Religionen? Vielleicht doch die Vorstellung, und Jesus hat das gespürt, Gott in die Hand zu bekommen. Wir bauen ihm ein Haus und dann wohnt er bei uns. Dann ist es unser Gott. Dann haben wir einen Wettergott und einen Kriegsgott. Eine Versicherungspolice für alle Fälle. Dieses Denken ist in allen Religionen zu Hause. Also Gott einmauern, domestizieren und für unsere Zwecke benutzen. Nicht fragen, was will er von uns, sondern was wollen wir von ihm? Dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben, dass die Ernte gut wird, dass der Krieg gewonnen wird, dass wir im Lotto gewinnen, dass wir das Abitur bestehen, was auch immer. Das sind ja alles berechtigte, jedenfalls zum Teil, berechtigte Wünsche und Vorstellungen. Hat das etwas mit Gott zu tun? Nein. Gott ist das absolute Geheimnis. Wenn wir diese vier Buchstaben vor uns sehen, wie könnten wir uns auch nur erdreisten zu sagen, wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Und wir bekommen ihn in unsere Hand. Wir bauen ihm ein Häuschen und mauern ihn ein. Und dann haben wir ständig jemanden, mit dem wir Geschäfte machen können. Liebe Schwestern und Brüder, Sie alle wissen, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, wie stark diese Vorstellungen auch bei uns geblieben sind. Mich hat immer überrascht und auch beeindruckt, wie Jesus im Evangelium dieses Zeichen setzt, der Tempelreinigung. In allen Evangelien wird es berichtet, in den drei ersten und auch bei Johannes. Bei Johannes wird es sogar an den Anfang gesetzt, seine erste Reise nach Jerusalem, und dann reinigt er den Tempel. Und bei den anderen Evangelien ist es am Ende, vor der Passion, bevor er umgebracht wird. Das wird als Grund seiner Ermordung mit bezeichnet und beschrieben. Jesus hat sich ja nicht so sehr aufgeregt, ja, dass da ein paar Buden standen, dass da was verkauft wurde, sondern es geht um Grundsätzliches. Mit Gott macht man keine Geschäfte. Mit Gott haben wir keine Geschäftsbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Er kommt auf uns zu in einer überraschenden, überwältigenden Weise. Und weil er uns liebt, obwohl wir nichts ihm geben können, gar nichts, werden wir verwandelt durch diese Liebe, die so überraschend neu ist. Liebe Schwestern und Brüder, das ist es, was Jesus deutlich machen will. Und wenn wir heute Altäre und Tempel, Kirchen errichten, müssen wir uns immer wieder da korrigieren lassen. Wir haben ja eben die schöne Geschichte gehört, naja, 3500 Jahre, vielleicht sogar 3600, 700 Jahre ist das geschehen hier, Jakob. Baut zwar keine Kirche, keinen Tempel, was ist das? Ein Stein, da gießt er Öl drüber und dann zieht er weiter. Das ist das Haus Gottes, der offene Himmel. Die biblische Erfahrung ist eine Neuheit in der Geschichte der Religion. Gott wird nicht mehr sichtbar in den Tempeln. Das war schon ein Irrweg. Das war schon wieder die Versuchung. Sondern ist ein Gott, der mitgeht, der immer da ist, wo die Menschen sind. Und das wichtigste Bild Gottes ist der lebendige Mensch, heißt es in der Heiligen Schrift. Das ist das Bild Gottes. Deswegen sollst du dir kein Bild machen. Nicht im Himmel und nicht auf der Erde. Du hast ja die Bilder hier. Hier sind ja die Bilder Gottes. Du sollst dir kein anderes Bild machen. Das ist eine Revolution. Diese strikte Anweisung, es wird von Gott keine Darstellung geben, außer dem, was der lebendige Mensch darstellt. Und Jesus wird das noch einmal, ja, ich würde was sagen, noch radikaler deutlich machen. Aber es geht in diese Spur. Er selber wird Mensch. Gott wird selber Mensch und Bruder aller Menschen. Ich glaube nicht. Ich spreche jetzt mal nur für mich.
dass wir die revolutionäre Kraft dieser Botschaft wirklich schon in allem begriffen und gelebt haben, auch durch die Geschichte der Kirche hindurch. Wer könnte das sagen? Manchmal denke ich, wir stehen vor einer neuen Epoche des Christentums, nicht vor einem Niedergang, aber einer großen Veränderung, Verwandlung, dass wir neu und tiefer erkennen, was uns eigentlich aufgetragen ist. Unvergleichlich. Diese Botschaft kann durch keine andere Botschaft ersetzt werden. Und dann spüren wir, dass diese Kirche ein Zeichen dafür ist. Dann ist sie richtig verstanden. Dass Gott mit uns geht, dass wir nicht allein sind. Der Altar steht für Christus, dem wir begegnen. Wir haben es in der Lesung gehört. Wir wollen mit ihm nach draußen gehen, heißt es da. Nicht zu Hause bleiben, nicht in der Tempelwirklichkeit, sondern raus vor die Tore der Stadt. Wer hier Eucharistie feiert, liebe Schwestern und Brüder, der will mit ihm gehen. In den Diskussionen, auch theologisch, in der Bischofskonferenz manchmal, dann denke ich, da werden 30, 40 Seiten geschrieben, wer darf zur Kommunion gehen? Das Wichtigste ist, es kann nur jemand zur Kommunion gehen, der mit ihm gehen will. Der mit ihm das Leben teilen will. Die anderen Punkte kann man ewig diskutieren. Aber das ist der entscheidende Punkt. Ob jemand hinzutritt und sagt, ich will mit dir gehen, Jesus. Ich gehe nach draußen. Ich nehme dich mit in mein Leben. In mein Wirken, in meine Familie. In meine Politik. Nehme dich mit. Will mich nicht von dir trennen und einfach die Tür zumachen, jetzt ist die Kirche zu Ende, jetzt kenne ich ihn nicht mehr. Das ist der Sinn, warum wir Kirchen brauchen, warum wir auch schöne Kirchen brauchen in der langen Tradition. Warum ihr sagen könnt, ja, hier ist der Himmel offen, hier ist die Stätte, wo wir die Erfahrung machen, wir sind nicht alleine, wir sind nicht nur auf uns selber angewiesen. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Manchmal habe ich in einer kleinen Betrachtung, wenn ich Exerzitien mache, mir das vorgestellt. Dann sehe ich meinen Vater, ist natürlich schon verstorben, meine Großeltern, einige habe ich gar nicht gekannt, und sage dann in der Betrachtung, Gott meines Vaters, Gott meiner Mutter, Gott meiner Großeltern, meiner Urgroßeltern, du bist durch die Geschichte meines Lebens gegangen, über Jahrhunderte, hier ja auch, und ich bin jetzt der, und ich will an meine Söhne und Töchter, ich natürlich nicht, aber das weitergeben, dass auch in anderen Generationen hier gesagt wird, hier begegnen wir dem Gott unserer Väter und Mütter und Großeltern. Und keine andere Institution, liebe Schwestern und Brüder, keine andere Gemeinschaft kann das mit einer solchen lebendigen Kraft weitergeben, wie die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Was sollte an die Stelle treten des Volkes Gottes hier in Bayern? Man sollte an die Stelle des Volkes Gottes treten, hier, in Vilsberg. Da kommt nichts an die Stelle. Jedenfalls nichts Gleichwertiges, was diese Kraft hätte, was diese Botschaft hätte. Liebe Schwestern und Brüder, und deswegen ist es ein großes Hoffnungszeichen, wenn wir hier Taufstein erneuern, den Altar, der gesalbt wird, wie ein Mensch behandelt wird, wie wir in der Taufe mit Chrisam gesalbt werden. Nicht nur der Bischof, nicht nur der Priester. Jeder Christ ist getauft, nimmt teil am Priesteramt, nimmt teil am Prophetenamt, nimmt teil am Leitungsamt, an der Verantwortung für das Ganze. Vielleicht haben wir das zu sehr vergessen in all den Jahrhunderten. Einen neuen Schritt machen, weitergehen. Die Lehre der Kirche ist da klar. Die Taufe macht deutlich, dass jeder am Amt Christi teil hat, gesalbt wird mit dem Chrisam. Und deswegen steht der Altar. Auch als Zeichen dafür wird gesalbt, es wird Weihrauch entzündet. Alles Zeichen, die uns ein wenig vermitteln sollen. Hier geht es wirklich darum, dass sich eine andere Dimension öffnet. Dass es weiter wird, dass unser Herz offen wird. Wir wollen Gott nicht einmauern. Er ist nicht unser Gott. Ich ärgere mich immer, wenn man sagt, unser Gott. Ist das unser Gott? Ist der Gott aller Menschen? Unsere Kirche. Nein, es ist die Kirche Christi, sie gehört uns nicht, sondern die unsere Kirche. Kirche Christi. Ja, diese Kirche ist unsere Kirche, das ist richtig. Oder eure Kirche. Aber, liebe Schwestern und Brüder,
Wir müssen aus diesen Zeichen, aus den Sakramenten dann auch verwandelt werden. Die Zeichen, die Sakramente, das, was hier getan wird in der Kirche, ist Ausgangspunkt. Hier mauern wir uns nicht ein wie in einer Zitadelle, hier ziehen wir uns zurück, sondern hier finden wir die Kraft, nach draußen hinzugehen und unser Leben zu gestalten mit ihm, der mit uns geht, der sich nicht auf einen Ort festlegt. Die vielen Gottesbegegnungen in der Heiligen Schrift sind zumeist nicht im Tempel, sind im Alltag, im Leben, in der Begegnung. So auch das, was wir im Evangelium gehört haben, was immer wieder bei der Kirchweihe erzählt wird, das sogenannte Zachäus-Evangelium. Jesus begegnet ihm nicht in der Synagoge, sondern er begegnet ihm zu Hause. Er sagt, ich will bei dir zu Hause sein. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir hier miteinander Eucharistie feiern, muss in uns die Bereitschaft wachsen, dass er auch in unsere Häuser kommt. Er geht den Finstern vorüber, immer wieder, Jesus ist da. Er ist keine Idee, er ist eine Person, die da ist. Er möchte bei euch sein, an euren Tischen sitzen, beim Abendbrot, bei den Gesprächen, bei den Feiern, bei den Tagen der Trauer. Er möchte bei euch sein. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das gilt für dieses Haus, aber es gilt genauso für jedes Haus in dieser Pfarrei, weil Jesus dort zu Gast sein will. Nehmt ihn auf, wie Zachäus. Komm in mein Haus, komm in mein Leben. Das ist die Botschaft dieser Kirche. Das ist die Botschaft der Altarweihe. Lass dich neu einladen in die Gemeinschaft mit ihm. Liebe Schwestern und Brüder, deswegen ist das ein so schönes Fest, wenn man einen Altar weihen kann, ein Zeichen setzt, Renovierung eben der Gebäude, Renovierung der Herzen, ein neuer Aufbruch, eine neue Freude, dass wir ihn gefunden haben, dass wir Jesus gefunden haben, dass wir wie Jakob sagen können, der Himmel ist ja nicht verschlossen, der Himmel ist offen. Es gibt eine Leiter und die Leiter hat einen Namen, Jesus Christus. Wir können ihm begegnen. Er geht mit uns, er schenkt sich uns in der heiligen Eucharistie, in den Sakramenten. Welch eine Gnade, welch eine Freude, Christ zu sein. Warum sollten wir jammern und klagen? Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, jetzt diese Stunde auch zu einem neuen Impuls, zu einer neuen Ermutigung für unser Leben zu machen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.